Ich mach Fernseher ganz bisschen leiser. Guck mal bitte, ob das flackert, ohne Kamera zu verstellen. Flackert gar nicht? Amigos, wir sind back. Es gab ein ganz kleines Problem. Wir hatten eigentlich vorgehabt, mein eigenes Handy vor 4 Jahren zu kontrollieren. Wie es so sein sollte, beim eigenen Auge hat es nicht geklappt. iPhone ist deaktiviert. In 47 Minuten erneut versuchen. Das heißt, das wird leider nicht klappen. Deswegen haben wir uns so überlegt gerade, was können wir machen? Wir wollen ja trotzdem produktiv bleiben. Wir haben gerade meinen Schreibtisch aufgebaut oder beziehungsweise die Monitorhaltung für den Schreibtisch. An der Stelle auch wichtige Erwähnung. Ich war lange nicht mehr live auf Twitch und bald ist es wieder soweit. Bald geht es mit den Streams los, bald geht es mit Reaction wieder weiter. Das heißt, nicht verpassen. Erster Link in der Videobeschreibung, checkt es auf jeden Fall ab. Wenn ihr mich auf Twitch auch nicht abonniert habt, könnt ihr es natürlich jetzt nachholen, damit ihr natürlich auch eine Benachrichtigung bekommt. Ich freue mich so sehr, wenn der Bruder live ist. Ey, wir haben 0.40 Uhr, Digga. Wir brauchen beide einen Arzt. Ich habe überlegt, eigentlich, dass es in die Richtung geht von einem FAQ, dass wir wieder ein paar Fragen beantworten. Problem ist nur, wir haben halt schon Fragen beantwortet. Natürlich haben wir jetzt nicht, wir haben halt so Kennenlern-Stories erzählt. So. Ihr habt wahrscheinlich auch viel, viel mehr Fragen. Deswegen gucken wir, ob wir spontan das machen oder irgendwas anderes. Also, wir haben hier die erste Frage. Eigentlich auch eine sehr interessante Frage. Auch eine sehr tiefe Frage. Luis fragt, wie sollte man mit einer Trennung umgehen? Das ist halt so ein Ding, ne? Jeder geht halt anders damit um. Bin ich gespannt. Also ich will jetzt niemanden damit angreifen und so, aber ich hatte halt noch nie eine Trennung. Auf dem warum? Weil ich erster Dings war. Erster Freund, ne? Ja, erste Liebe. Cool. Einfach ein bisschen mit Familie Zeit verbringen, ablenken, mit guten Menschen sein, mit positiven Menschen sein. Die dich am Ende des Tages auch wieder hochziehen. So. Genau, genau. Bringt nichts, wenn du mit Leuten umgehen bist, die dich als Beistand die ganze Zeit noch weiter runterziehen. Genau. Also Trennung ist halt das Ding, viele hängen halt noch, so wie ich dann in der Vergangenheit. Ne? Also ich kann auch nur sagen, wenn du mit jemandem zusammen bist, kommt immer darauf an, wie lange die Person zusammen sind. Ne? Man kann jetzt einfach sagen, ey, vergiss sie, aber man weiß ja nie, wie lange die Leute mit der Person schon zusammen sind. Ne? Kann sein, sind 8, 9 Jahre zusammen, irgendwie Trennung, irgendwie fremdgegangen. Das ist dann schwierig. Das ist dann was ganz anderes, weißt du. Aber also ich stelle mich in diese Lage, so wie das dann wäre. Kennst du, weil mir kribbelt gerade, weil ich korrigieren will, auf den ich versetze mich in die Lage. Die Leute verstehen mich schon. Um es nochmal zusammenzufassen, versuche abzulenken. Ich finde auch realistisch denken. Also du musst auch gucken, weshalb habt ihr euch getrennt. Ist es logisch, so mäßig, wenn sie dir jetzt fremdgegangen ist, dann brauchst du nicht lange hinterherholen, weil dann war sie nicht die Richtige. Deswegen, also du musst auch schon gucken, ey, lohnt sich das am Ende des Tages, da noch hinterher zu trauen oder nicht? Aber es ist halt, wie gesagt, noch ein schwieriges Thema. Also wir können die Frage so beantworten, aber es trifft halt nicht auf jeden zu. Ja, das ist das Problem. Also wir können unsere Meinung dazu sagen, aber ja, das ist halt schwierig, weil eine Person ist sehr empfindlich, die andere tut das nicht. Jeder die andere, geht anders damit um. Die andere kommt damit klar, auch mit Fremdgehen kommen viele klar. Weil manche Leute sind voll entspannt und sagen, ja, alles gut, ist ja noch einmal passiert. Geht auch nicht fremd, Leute, Fremdgehen ist scheiße. Schwierige Frage, wir haben so gut wie möglich versucht zu beantworten, aber am Ende des Tages müsst ihr selber wissen. Aber hier schreibt jemand, liebe euch, ihr Süßen. Ich fühle mich wie so ein Couple-Dings-Kanal. Ich weiß nicht, ob wir die Frage schon bei der Kennenlern-Story hatten, aber hier schreibt jemand, wie haben die Eltern von euch beiden auf den Partner reagiert? Also wir haben deine Eltern auf mich reagiert und wir haben meine Eltern oder meine Mutter die auf dich reagiert. Die Frage haben wir gar nicht beantwortet. Haben wir nicht beantwortet? Nee, also soll ich anfangen mit meinen Eltern? Bestimmt voll viele wissen ja, so wie die ausländischen Eltern sind. Eigentlich habe ich ja, ich glaube, erste 2 Jahre komplett angelogen. Wir haben es 1, 2 Jahre komplett verheimlicht. Ah, du nicht. Also ich nicht, bei mir war entspannt. Aber du bist auch ein Junge. Aber ja, ja, bei ihr zum Beispiel war das so, wir haben das ja 1, 2 Jahre komplett verheimlicht. Ne? Also ihre Eltern wussten gar nicht davon, dass ich überhaupt existiere. Ja, also dass meine ich Mama atme. Schon, ne? Weil Mütter verstehen irgendwie ein bisschen. Wir müssen eine Sache erzählen. Ja. Weißt du, du weißt ganz genau, was ich sagen will. Wegen Elternbrief. Ja. Ey, weißt du, was wir damals gemacht haben? Wir haben, damit wir uns treffen können, wir haben einen Brief erstellt, so mäßig von der Schule, von der Lehrerin. Und da ging es darum, dass wir, oder dass sie mäßig wegfährt mit der Klasse auf Klassenfahrt. Dann haben wir auch Daten eingegeben. Wir es waren 3 Tage. Es waren drei Tage. Und dann waren wir halt 3 Tage zusammen, 3, 4 Tage zusammen. Und wir haben sogar von der Schule das Logo genommen. Wir haben das irgendwie gescannt, eingefügt, bearbeitet und so. Wir haben voll viel gemacht. Echt krass. Also wenn man so überlegt, kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber bei uns war das so, wir wollten uns am Ende des Tages sehen. Ja. So, und dann haben wir alles dafür getan, so, ne? Und deswegen, das war auch so eine lustige Story. Das ist ja durchgegangen. Also, die haben es ja wirklich geglaubt. Ja, die haben es echt geglaubt. Alla, ja. Wir waren schon gut. Irgendwann dachte ich so, komm, ich bin älter geworden, ich erzähle mal, ne? Natürlich wollte ich auch, dass man ihn auch, also dass meine Familie ihn auch kennenlernt. Und genau, da habe ich es erzählt. Ich weiß aber nicht warum, ich bin voll emotional geworden. Ich habe dann einfach, während ich erzählen wollte,
Mein Vater wusste nicht mal, um was es geht. Ich habe einfach geheult. Ja, stimmt. Das weil ich mich geschämt habe. Ich habe mich so geschämt. Ich habe nach unten geguckt. Meine Mama meinte, erzähl, ist doch alles gut. Aber ich habe mich so geschämt. Das Einzige, was er meinte, es ist alles gut, es ist normal, es ist schön, dass du darüber sprichst. Aber ich möchte ihn direkt sehen. Wurde ich festgemacht. Einen Tag später, ne, hast du mich ja mit Bus, Bus hat er mich ja nach Hause gefahren immer. Mit HVV. Ihr wisst, anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden wieder zurück. Das heißt, wenn wir uns gesehen haben, 3 Stunden waren allein nur Fahrt. Ja. So mäßig, weißt du? Das war schon krass. Ich bin dann halt zu euch gekommen und ich muss sagen, ne, ey, ich war, glaube ich, noch nie so aufgeregt. Ey, das war so. Ey, ich war auch die erste Zeit, also ich glaube, ich war gefühlt ein Jahr oder so, war ich immer aufgeregt gewesen. Ja. Ne? Und ey, wir müssen die Story erzählen mit meinem Auge. Weißt du noch, das mit Auge? Bei mir ist das Problem, sobald ich eben gestresst bin oder sobald ich aufgeregt bin, ne, vor allem bei sowas, mein Auge fängt an zu zucken und es hat gebrannt und so, ne? Wir sitzen am Esstisch als Beispiel und da waren halt mehrere Leute aus ihrer Familie und ich so wie so ein halbes Hähnchen, weil ich sitze da so und ich denke mir so innerlich, okay, scheiße, ne? Und bei mir ist das Ding, wenn ich esse, ich hasse, wenn man mich beobachtet. Und das heißt, wir haben uns ja neu kennengelernt, deine Eltern haben mich mäßig neu kennengelernt, das die heißt, wollte nicht mal angucken. Beobachten mich so ein bisschen, ne? Ich esse und ich merke die ganze Zeit, beobachten, mein Auge fängt an zu zucken und ich die ganze Zeit so. Ich esse so mein Essen, weil das war so unangenehm erste Zeit. Die haben eigentlich positiv reagiert. Mein Vater hat ihn direkt geliebt. Ich weiß nicht, warum. Was heißt, ich weiß nicht, warum? Sag ich, bin so ein Dings-Penner gewesen. Also ich weiß nicht, warum die ihn gemocht haben, aber die haben ihn irgendwie gemocht. Ja, in dem Moment, wo soll ich wissen, warum? Ja. Die haben ja nicht, aber nein, also, im Nachhinein hat er halt erzählt, natürlich, Eltern achten immer darauf, Höflichkeit, dass man arbeitet. Sollen wir zu meinem Part kommen? Ja. Also bei mir, ich habe eigentlich auch gar nicht... Also ich brauche es eigentlich gar nicht so in die Länge ziehen, weil du hast ja auch meine Mutter kennengelernt. Hm. Meine Mutter mochte sie auch. Und das Ding ist, du bist ja schon die 5. Freundin gemacht. Kennst du so auf extra so, auf Front ein bisschen. Hier ist kein Teddy, brauchst gar nicht gucken. Auf jeden Fall, sie war ja auch die erste, die ich meiner Mutter so wirklich vorgestellt habe. Ja. Ne? Klar hatte man davor mal so seine wilde Zeit. Hm. Ich als Jugendlicher. Ist egal, Vergangenheit. Ist Vergangenheit am Ende des Tages. Ne? Ich hatte auch schon die ein oder anderen Ex-Freundinnen gehabt. Aber man muss erwähnen, ich habe keine von diesen Mädchen nach Hause gebracht. Also sie war das erste Mädchen, was ich wirklich nach Hause gebracht habe. Meine Mutter hat sich auch sehr gut mit ihr verstanden. Mhm. Wo ich aber auch sagen muss, umso länger man sich kannte, ne, umso mehr ist man auch zusammengewachsen. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, jetzt ist, meine Mutter sieht sie 1:1 wie eine Tochter, wie ihre eigene Tochter, so, weißt du? Deswegen, das hat sich alles mit der Zeit noch krasser entwickelt. Darauf bin ich auch sehr stolz. Das Wichtigste ist, dass die Eltern oder die Familien sich verstehen. Ja. Weil es bringt nichts, so, wenn am Ende des Tages die ganze Zeit irgendwie so unnötiger Hass ist. Eine Sache muss ich sagen, verstellt euch nie. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Ich guck mal kurz. Auch interessante Frage. Ich glaube, das stellen sich auch wirklich viele Leute also als Frage. Hier schreibt der Mojib, was denkt deine Frau über deinen Job? Also in Klammern, wie geht sie damit um? Mhm. Da können wir eigentlich auch von auspacken. Früher oder jetzt? Fang von früher an. Also früher müsst ihr bedenken, ich kannte sowas nicht. Natürlich habe ich so immer Stars und so Kim Kardashian und so auf Instagram. Dann werden wir einfach mit Kim Kardashian gleichgestellt. Aber es ist ein gutes Kompliment. Und ich bin halt am Anfang, was heißt nicht damit klargekommen. Ich habe immer seinen Beruf akzeptiert. Ich bin halt nicht damit klargekommen wegen Frauen, dies, das. Aha. Aber das war diese kindische eifersüchtig einfach. Ich war ein Kind. So, ich bin jetzt erwachsen. Ich sehe jetzt alles anders. Aber jetzt respektiere ich seinen Job. Früher auch, weil es steckt sehr viel dahinter, als man es so sieht. So mäßig, und, Also da steckt wirklich viel, viel mehr hinter. So. Genau, und ich bekomme es ja halt alles mit. Weißt du noch, Dings? Was? Damals zum Beispiel, wenn ich mit Mädchen ein Foto gemacht habe. Es gab ein Foto, ich weiß nicht, wie sie es gefunden hat. Ich weiß nicht, sie hat es irgendwie gefunden auf jeden Fall. Da habe ich so Mädchen nicht an der Hüfte gepackt, ne? Aber sie hatte ihr Arm irgendwo bei mir hier und dann habe ich halt auch so gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie ich jetzt reagiere, weil sowas kommt nicht mehr so, ne, vor. Aber damals bist du echt gut durchgedreht deswegen, ne? Ja, aber du musst auch vorstellen, erste Beziehung, man hat Angst, man verliebt sich nach der Zeit und man will die Person nicht verlieren. Mhm. Und ich wollte dich fest bei mir behalten aus dieser Liebe, aber jetzt hat es auch viel was mit Vertrauen zu tun. Naja. Wenn du einen Monat zusammen bist, dann natürlich das bist du dann... Das war zu frisch halt, ne? Ja, ja. Worauf ich auch am meisten stolz bin, dass ich dich vor dem Ganzen so mäßig kennengelernt habe. Ne? Also vor so mäßig dieser großen Reichweite. Klar habe ich da schon YouTube gemacht, aber es war halt nicht extrem groß so. Ne? Das war alles noch so mäßig am Anfang. Wenn ich jetzt als Beispiel sie nicht gehabt hätte, und ich würde jetzt als Beispiel genau zu diesem Zeitpunkt eine Frau kennenlernen, wird sehr schwer. Mhm. Weil du weißt nicht, okay, ist die Frau nur wegen YouTube da oder ist die Frau wirklich wegen deinem persönlichen Wert? Du weißt es halt nicht und das ist das Problem. Aber worauf ich hinaus wollte, was ich bei dir immer gut fand, du hast mich wirklich unterstützt. Also wirklich von Anfang an unterstützt. So dieses, du standst hinter mir einfach, weißt du? Klar war das am Anfang schwierig, ne, weil sie kennt diese Welt nicht, sie kennt diese YouTube-Welt nicht so. Deswegen, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es mitgemacht hat, durchgezogen hat und ja.
Du musst noch näher machen. Base. Du weißt diese TikTok-Zeit, ne, wo Crush und dies und das, ne? Mhm. Weißt du, was ich mir dabei gedacht habe? Mhm. Ich dachte mir, okay, die Menschen oder die Frauen als Beispiel sehen mich jetzt auf die Videos, dies, das, alles schön und gut. Aber ich habe ja auch meine Macken. Weißt du, ja, was ich meine? Diese Frau hier hinter der Kamera, die ihr nicht seht, die kennt ja meine Macken in- und auswendig. Und ich dachte mir dann immer, oh, das wäre so viel. Und ich dachte mir dann immer so, wenn ich diese Videos gesehen habe, okay, Persönlichkeit, Humor macht sehr, sehr viel aus, macht attraktiv am Ende des Tages. Aber ihr dürft nicht vergessen, ich habe auch meine Macken. Ich habe auch meine Struggles, meine Probleme so oder auch meine Phase. Ne? Das ist menschlich. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe auch meine Tage. So wie so eine Frau, ich habe auch meine Tage. Aber worauf wollte ich hinaus jetzt? Ich habe auch meine Macken. Oho. Ich oh. Nächste Frage. Wie sollte man mit einer Trennung umgehen? Hä? Die Frage formuliere ich ein bisschen anders um. Hier schreibt Emilia, was würdet ihr jeweils am anderen ändern, wenn ihr müsstet? Ich würde es aber umändern. Ich würde sagen, du sagst, was dich mäßig an mir stört und ich sage, was mich an dir stört. Also erstmal würde ich die Person nicht ändern wollen. Man ist halt wie man ist. So. Wenn du jetzt raushauen müsstest, was stört dich an mir? Und sag, mach jetzt nicht diese Politik mit der, du bist perfekt und keine Ahnung. Nein, 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 ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Ich finde es schade, dass du ab und zu schnell durchdrehst. Also wenn es um Kleinigkeiten geht. Mhm. Eine kleine Sache klappt nicht so, wie er das mag oder möchte. Und dann wird der, sein Leben ist dann, nichts ist dann positiv, alles, obwohl er eigentlich ein positiver Mensch ist. Du denkst eigentlich immer positiv, sehr offen. Aber in dem Moment, das ist halt für dich nicht gut. So, und wenn deine Frau das sieht, denkt sich so, guck mal, in dem Moment kannst du nichts machen. Du versuchst, die Person irgendwie aufzubauen, aufmuntern, aber es passiert nichts. Da ist das Problem, ich bin halt zu stur. So ein Ding, weißt und du? Und du bist ab und zu unordentlich. Das ist halt das Problem. Bei manchen Hinsichten bin ich zu stur. Also ich bin wirklich manchmal echt mit dem Kopf durch die Wand und manchmal will man einfach Sachen nicht akzeptieren, obwohl man am Ende des Tages auch mit der Einstellung reingehen muss, du kannst nichts im Leben beeinflussen. Ja, es kommt, wie es kommt. Weißt du, ich meine, man muss sich wirklich vor Augen halten, am Ende des Tages, wenn du jetzt Probleme hast, musst du drüber nachdenken. Ist das wirklich ein Problem? Oder gibt es Menschen, die vielleicht wirklich Probleme haben? Ja. Weißt du? Das muss man sich eigentlich mal so mäßig durch den Kopf gehen lassen. Aber wie gesagt, das ist halt emotional. Also Emotion die man manchmal einfach nicht kontrollieren kann. Genau. Muss ich ändern? Achso, ich muss auch sagen, was mich an dir stört. Ne? Ja, ehrlich sein. Nein, ich lüge jetzt. Sag, dass ich bei ein wichtiger Punkt, habe ich aber so oft gesagt, ne? Weil habe ich dir so oft gesagt. Manchmal kannst du mit Kritik nicht umgehen. Ja. Manchmal kannst du echt mit Kritik nicht umgehen. Kann ich auch. Das habe ich öfter mal gemerkt, das habe ich aber auch sehr oft angesprochen. Ich habe mir gesagt, ey. Weißt du warum? Ja. Weil wir sind beide Widder. So, mit Stur. Hörner, die ganze Zeit einfach so. Bei sowas, ich denke mir so, stimmt nicht in dem Moment. Das habe ich dir halt sehr oft gesagt, so, ne? Oder ab und zu mal gesagt, dass sie halt in mancher Hinsicht mit Kritik einfach nicht umgehen kann. Hm. Nicht Kritik von anderen, sondern Kritik, wenn ich jetzt als Beispiel irgendwas sage. Und mich triggert es dann unnormal, wenn ich dann sehe, wie du damit nicht umgehen kannst. Deswegen sage ich ja auch immer, wirklich, man kann nie sagen, eine Person ist perfekt. Das geht einfach nicht. Es wäre ja auch langweilig, wenn eine Person wirklich perfekt wäre. Ja. Weil diese ganzen typischen Leute, die in einer Beziehung sind und irgendeiner oder irgendwelchen Leuten was vorspielen mit, ja, wir haben die perfekte Beziehung, die würden jetzt sagen, ja, mir gefällt alles an meiner Partnerin, ich habe keine Probleme mit dir. Das sind dann entweder Menschen, die etwas nur vorspielen, oder das sind Menschen, die einfach seit erst einer Woche mit der Person zusammen sind, weißt du? Was bedeutet Koskesh? Oh, du hast Löcher. Was für Löcher, Junge? Löcher. Löcher. Ja, kann ich selber nicht aussprechen, du hast Löcher. Löcher. Warum? Weil es den Durst löscht. Aber eigentlich, wenn man so überlegt, löst es ja nicht den Durst. Ich würde sagen, dass du sogar abschließt, ja. Wir schließen die Tür ab. Das ist, glaube ich, sogar auch die Abschlussfrage. Ne? Weil ich merke ehrlich, wir sind ein bisschen müde geworden. Leonie fragt, das erste Positive, was einem an der anderen Person aufgefallen ist oder auffiel. Also was ist dir persönlich positiv bei mir aufgefallen? Das erste, was mir... Aber bevor ich dich kannte oder wo ich dich kennengelernt habe? Du beantwortest die Frage so, als wir uns noch nicht kannten und als wir uns kannten. Okay, als ich dich noch nicht kannte... Eine sehr nette Ausstrahlung, weil seine Augen lächeln immer. Ich liebe das. Und, Ach, soll ich Babyfotos zeigen? Oh, Baby! Das war ich als Baby. Weil er immer Mund auf. No. Aufpassen, dass Fliege nicht reinfliegt. Und als ich kannte, einfach Gentleman. Als wir uns nicht kannten, ne? Als ich das erste Mal getroffen habe, dachte ich süß. Das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Und als ich kennengelernt habe, kann ich auch nur wiederholen, war so dieses Loyale. Das, was ich am meisten an dir wert schätze, ist wirklich die Loyalität. Kennst du, ich bin schon so müde, dass meine eine Gehirnhälfte schon schlafen ist. Ich kann mir gar nicht mehr Sachen merken.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich im Kopf habe. Wir wünschen alle Pärchen da draußen nur das Beste. Streitet euch nicht unnötig, weil auch wenn es jetzt traurig klingt, aber man weiß nie, wann etwas zu Ende ist. So. Oh, jetzt fängt die Nenne wieder an mit dem Talk. Na, ist doch so. Ich will auch ein Vorbildzeichen sein. Hallo? Vorbildzeichen. Ey, du weißt, ne? Bei Anne im Keller ist noch ein Duden. Ich bring den mit, ich packe auf deinen Abendtisch. Warum, wie nennt man das denn? Also, Vorbildfunktion. Du willst eine Vorbildfunktion sein. Funktion? Warum habe ich Zeichen gesagt? Keine Ahnung, du denkst noch an Fahrschule. Eigentlich guter Abschlusssatz. Merkt euch eine Sache. Das muss jetzt nicht nur Partner oder Partnerin sein. Das kann natürlich auch bezogen sein auf die Familie oder auf gute Freunde. Geht nie im Streit auseinander, weil ihr wisst nie, wann der letzte Tag ist. Weißt du, ich meine? Es kann sein, du streitest, ich bin da Person. Du denkst dir, ey, ich bin zu stur. Diese Person soll wieder auf mich zukommen. Die soll sich bei mir entschuldigen. Und dummes Beispiel, weil es auch wirklich dummes Beispiel. Die Person wird überfahren. Dann wirst du immer mit dem Fragezeichen leben, ey, ich kann mich nicht mal bei der Person entschuldigen. Weißt du, ich meine? Wir gehen an der Stelle jetzt auch schlafen. 1.30 Uhr. Der Job ist getan. Ich gehe jetzt träumen. Doppelpiece, Kappelson.